Ich muss sie irgendwie vertreiben. Das Einzige, was mir gerade Kopfschmerzen macht, ist die Tatsache, dass sie zu dumm ist, Sensoren auszurichten. Meine Fresse. Ja, hier sind Bäume mit Augen. Also das ist jetzt echt unheimlich, diese roten Augen. Das müssen Dutzende von den Dingern sein. Vielleicht finde ich irgendetwas, womit ich sie verscheuchen kann, bevor sie merken, dass mein kleines Feuerchen gar nicht so schlimm ist. Wie wär's mit Alkohol? Ah ne, Alkohol macht Freunde. Kann ich vielleicht... Nein. Was kann ich hier so tun? Ich hab bloß die und das Feuer. Das heißt, ich muss ja irgendwas in das Feuer packen, ist wahrscheinlich Bleistift. Der Ethanol, nein, Schmerztabletten. Wollte ich Schmerztabletten kaufen? Nein, okay. Verdammt, ein langer Haken. Kann ich die anschreien? Nein, kann ich auch nicht. Limonade. Feuerzeug. Messer, ich hab ein Messer. Aber ich komme ja hier auch nicht weiter. Szenen untersuchen. Also das ist jetzt echt unheimlich, diese roten Augen. Ja. Das Feuer scheint die Biester auf Abstand zu halten. Noch. Vertreiben lassen sie sich davon aber offensichtlich nicht. Okay. Irgendwas... Das Handy bringt auch nichts. Einen Teufel werde ich tun. Ich bleibe auf jeden Fall in der Nähe des Feuers. Kamera, vielleicht. Das wird ihnen einen gehörigen Schrecken ja, einjagen. Genau. Im Idealfall. Sie sind weg. Hoffentlich bleiben sie das auch. Zum Glück dauert es nicht mehr lang, bis die Sonne aufgeht. Alter Falter, was für eine Nacht. Ich habe kein Auge mehr zugemacht. Was waren das nur für merkwürdige Viecher? Da fällt mir ein. Mal schauen, ob sie mir beim Blitzen vor die Linse gekommen sind. Ja, lass uns doch mal nachgucken. Was zum Geier? So ein Vieh habe ich ja noch nie gesehen. Und ich kenne eine ganze Menge Horrorfilme. Jetzt habe ich Angst. Okay, ich würde sagen, wir gehen nochmal weiter, wa? Zur Mission geht's Richtung Westen. Professor, ich komme. Oh, sag mir nicht, ich werde wieder aufgehalten unterwegs. Habe ich gar keinen Bock drauf. Die Mission, oh. Endlich. Sehr schön. Hallo? Jemand zu Hause? Gott zum Gruße, mein Kind. Was kann Schwester Maria für dich tun? Mein Name ist Samantha Peters. Ich suche eine Gruppe von Wissenschaftlern. Ihr Leiter ist ein gewisser Professor Hartmann. Laut den Aufzeichnungen, die ich in ihrem Lager gefunden habe, wollten sie zu dieser Mission. Ja, diese Männer sind gestern Nacht hier eingetroffen. Prima, endlich habe ich sie gefunden. Können Sie mich zu ihnen bringen? Oh, das ist leider nicht möglich. Sie befinden sich in Quarantäne. Quarantäne? Es geht ihnen sehr, sehr schlecht. Sie haben hohes Fieber und sind nicht ansprechbar. Bis der Arzt eintrifft, darf niemand zu ihnen, um eine Ausbreitung der Krankheit zu vermeiden. Kann ich nicht wenigstens kurz mit Professor Hartmann sprechen? Es ist wirklich sehr wichtig. Der Professor ist nicht hier. Nicht hier? Wie meinen Sie das? Nun, wenn ich die Männer richtig verstanden habe, hat man sie nachts überfallen und den Professor verschleppt. Oh nein, wie furchtbar! Wissen Sie, wer das getan haben könnte? Du musst jetzt gehen, mein Kind. Nach Einbruch der Dunkelheit ist es hier nicht mehr sicher. Geh und verlasse diesen Ort, bevor die Nacht hereinbricht. Was reden Sie da? Sie verschweigen mir doch was. Wovor haben Sie solche Angst? Ich rühre mich nicht von der Stelle, bis Sie mir verraten, was hier vor sich geht. Kind, ich will dich doch nur schützen. Lass ich dich eintreten, könntest du dich anstecken. Und draußen bist du nicht sicher vor... Ja, wovor denn eigentlich? In den Aufzeichnungen der Wissenschaftler stand, dass einer von ihnen von einem Tier angegriffen wurde, bevor er krank wurde. Das war kein... Tier. Aber was war's dann, verdammt nochmal? Vater unser, der du bist im Himmel. Ohren auf, Schwester! Sie werden jetzt reden, sonst verstoß ich gegen das fünfte Gebot. Wer hat die Wissenschaftler überfallen und den Professor verschleppt? Sie kommen von oben. Die Bäume.
Eingeborene? Rebellen? Wilderer? Keine Menschen. Ja, was nun? Keine Tiere, keine Menschen, vielleicht Aliens? Die Asanbosam. Asanbosam? Nie gehört. Alte Legenden der Ashanti erzählen von unheimlichen Wesen, die nachts in den Wipfeln der Bäume auf Opfer lauern. Sie ziehen die unglücklichen Seelen mit ihren langen, scharfen Klauen nach oben und verschleppen sie anschließend in ihre Höhlen, wo sie ihnen das Blut aussaugen. Was sagt eigentlich Ihr Chef dazu, dass Sie an solche gotteslästerlichen Spukgeschichten glauben? Spukgeschichten? Wenn man so lange unter den Ashanti gelebt hat wie ich, bleibt wenig, was unglaublich erscheint. Ich bin eine seriöse Journalistin und halte mich ausschließlich an Fakten. Wie zum Beispiel dieses Foto hier. Habe ich letzte Nacht geschossen. Der kleine Freak saß zusammen mit einer ganzen Bande davon in den Bäumen über mir. Könnte das einer ihrer Asanbosam sein? Heilige Maria, Mutter Gottes, du kannst von Glück sagen, dass du noch am Leben bist, mein Kind. Dann haben also tatsächlich diese Freaks den Professor verschleppt, ja? Angenommen, diese Legenden der Ashanti stimmen, wohin bringen die Asanbosam dann ihre Beute? In ihre Höhlen. Das ist mir klar. Und die wären wo genau? Mein Kind, du willst doch nicht etwa dorthin? Aber selbstverständlich. Gibt sicher eine lukrative Story. Und vielleicht kann ich ja so nebenbei noch den Professor retten, falls ihn die Freaks nicht schon ausgesaugt haben. Ich werde dich ja doch nicht aufhalten können, mein Kind. Warte hier einen Augenblick. Das wird dir bei deinem waghalsigen Unterfangen von großem Nutzen sein. Nimm es an dich. Was ist das? Das sind die Aufzeichnungen von Pater Samuel, der sich sehr intensiv mit den Legenden um die Asanbosam beschäftigt hat. Gott hab ihn selig. Danke. Der Herr beschütze dich. Die einzige Frage, die ich gerade habe, ist, wie die sich fortpflanzen. Weil irgendwann müssen die auch mal aussterben. Ja, wie auch immer. Wir haben hier gerade Pater Samuels Tagebuch bekommen. Mal reingucken. Hier beginnen die Aufzeichnungen. Es gab also in der Mission schon mal Patienten mit dem gleichen Krankheitsbild wie bei den Wissenschaftlern. Ja, ihr könnt euch das gerne wieder durchlesen. Ob die Männer damals auch angegriffen wurden? Na, bekam... Okay. Mal sehen. Tatsächlich, die Angreifer kamen aus den Bäumen, wie bei den Wissenschaftlern. Okay, ich bin ratlos. Interessant. Vergleichbare Vorfälle gab es wohl auch schon in der Vergangenheit. Die Eingeborenen nennen die Angreifer Asanbosam. Sie sollen auch für die Übertragung der Krankheit verantwortlich sein. Die alten Schamanen der Ashanti konnten diese mysteriösen Wesen kontrollieren und sich vor der Krankheit schützen. Also sind das schon mal keine Menschen. Auf der Suche nach dem Gegenmittel begab sich der Pater in große Gefahr. Die Asanbosam existieren. Jetzt wird's interessant. Puh, so viel Text. Der Pater ist auf einen dieser Asanbosam gestoßen und ihm zu einer Höhle gefolgt. Okay. Die Übersetzung der Inschriften am Höhleneingang brachte Erstaunliches zutage. Es handelte sich um die Beschreibung eines Rituals, das vor der Krankheit der Asanbosam schützen und sie auch heilen kann. Die Durchführung des Rituals war ein voller Erfolg, auch wenn es sich nicht vernünftig erklären lässt. Alle Patienten sind wohlauf. Diese Erlebnisse haben das Weltbild von Pater Samuel wohl ganz schön ins Wanken gebracht. Hier steht, was man für das Ritual benötigt und wie man es durchführt. Ah, nein. Bevor man die Heimstätte der Asanbosam treten kann, muss man sich im Rauch reinigen. Dazu verbrennt man folgende Inkredenzien. Inkredenzien. Tiegel zu unterhöhlen. Reiner Alkohol habe ich, Zucker habe ich noch nicht. Ameisen, ach da muss ich das. Ameisensekret benötigt werden. Mindestens 5 Exemplare, folgende Kräuter und Pflanzen. Blüte des Brutblatts, Blüte, Stängel, Blüte, ja, okay. Unglaublich, aber ich muss mich wohl mit dem Gedanken anfreunden, dass die Asanbosam keine Fiktion sind. Zu überzeugend klingen die Schilderungen des Paters. Leider hat er das Wissen um den Weg zu ihren Höhlen mit in sein Grab genommen. Wenigstens weiß ich jetzt, wie ich mich vor der Krankheit der Asanbosam schützen kann.
Wenn ich herausfinde, wo sie sich verstecken, kann ich den Professor vielleicht noch retten. Huh, da ist eine lose Seite rausgefallen. Sie ist leer. Sie ist also leer, sagst du? Das erinnert mich an den letzten Witz meines Ex. Was macht eine Blondine, die auf ein leeres Blatt Papier starrt? Sie liest ihre Rechte. Witzig, der hat mir gefallen. So, wir haben hier die Kirche. Hier ist eine Wiese. Wiese ist ja schon mal gut. Oh, ist nicht dein Ernst, oder? Oh, hier ist bestimmt so viel. Ein paar Stängel vom Steinkraut gehören auch in den Tiegel. Ja. Ich sollte mich auf die Pflanzen konzentrieren, die ich laut habe. Okay. Das muss Rosenkraut sein. Davon brauche ich einen Stängel. Ja. Ich sollte mich auf die Pflanzen... Ich sollte mich... Eine Blüte der Hyazinthe genügt laut Anleitung. Okay. Ich sollte mich auf die... Ich sollte mich auf... Ich sollte... Okay. Ich sollte ja. Ich sollte mich... 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 Was brauche ich denn noch alles? Mann... Brutblatt, Sternlilie, Steinkraut. Jetzt habe ich drei, ne? Rosenkraut habe ich, Hyazinthe, Steinkraut. Steinkraut, Rosenkraut, Hyazinthe. Steinkraut kann ich noch mehr von mir nehmen? Nein. So, und was brauche ich jetzt noch? Die habe ich. Sternlilie und Brutblatt. Ist das nicht das? Ich sollte mich auf die Pflanzen... Nein. Ich sollte Nein. mich... Ich sollte mich auf die... Ich sollte... Also gibt's hier wahrscheinlich nicht mehr. Wahrscheinlich habt ihr jetzt übersehen und kriegt schon wieder die Flames total. Da ist der Friedhof. Ja, wir gehen mal auf den Friedhof gucken. Schon mal ein Grabstein, alles klar. Eine Ton. Hier ist der Eingang. Doch nicht? Okay. Gegen eine entsprechende Bezahlung lasse ich mich ja zu vielem überreden. Grabschändungen gehören aber definitiv nicht dazu. Verdammt. Kann ich das nicht zusammentun? Ich brauche Zucker. Okay, kann ich nicht zusammenpacken. Gucken wir uns mal die ganzen Grabsteine hier an. So etwas macht man nicht. So etwas macht man nicht. Okay. So etwas macht man... Sagst du denn überall? So etwas... Mann, ey. Und ich kann hier also nicht mehr machen, sagst du. Ich könnte ja mal versuchen, den Alkohol... Nein. Okay. Dann gehe ich hier mal wieder raus. Guck mal die Kirche an. Mehr werde ich aus der Schwester nicht rausbekommen. Alles, was ich über die Höhlen der Asambosam wissen muss, steht in Pater Samuels Tagebuch. Okay, dann gehe ich mal zurück. Die Höhlen der Asambosam müssen hier ganz in der Nähe sein. Hoffentlich geht's dem Professor gut. Ja, die werden hier irgendwo sein, bestimmt. Aber ich muss erstmal zurück in den Sumpf. So, hier ist schon mal ein Bug. Beziehungsweise ein logischer Fehler. Weil ich würde jetzt eigentlich von dort kommen. So, ich brauche irgendwie Ameisen. Kann ich die einfach so... Die kann ich nicht so einfach um die Finger wickeln. Vielleicht kann ich die mit der Schale... So, zack. Nein, kann ich nicht. Das Papier kann ich auch nicht verwenden. Zack. Die Binde vielleicht. Hallo. Geht auch nicht. Der Alkohol. Eigentlich stehen Ameisen, glaube ich, auf was Süßes, ne? Könnt ihr mal den Bleistift verwenden, ganz genau. Das geht auch nicht. Messer. Kann ich hier sonst noch was machen? Ja, bloß die Ameisen. Fotografieren wird, glaube ich, nichts bringen. Ich glaube nicht, dass ich deren Handynummer habe, also bräuchte ich auch nicht anrufen, wirklich. Ah, das geht auch nicht. Ich habe ja eigentlich vorhin schon alles getestet.
Okay, das bringt's auch nicht, das auch nicht. Die... Kann ich die Tasche mit irgendwas kombinieren? Und dann die Ameisen da drin gefangen halten? Das wäre ja schon ein bisschen cool. Natürlich könnte man jetzt auch die Tonschale mit irgendwas kombinieren, würde ich das gerne. Dass die Ameisen da vielleicht reingehen. Das... Dann wollen wir dieses köstlich süße Gebräu mal fachgerecht dekantieren. Richtig, das wollte ich schon die ganze Zeit machen und sagen. Kann ich denn jetzt vielleicht... Kann ich immer noch nicht, okay. Blüte, warte mal, Schale mit Limonade. Kann ich die vielleicht mit Alkohol verbinden? Nein, schade. Schlaftabletten? Nein, das waren ja auch bloß Schmerzmittel. Die Limonade ist zu flüssig, um am Pinsel zu haften. Okay. Ich weiß schon mal, wo es hinführt. Das heißt, wir brauchen... Ich brauche Zucker. Kann das sein? Ich brauche Zucker, kann das sein? Sie ist also zu flüssig, sagst du. Okay. Ist also zu flüssig. Das heißt... Ja, was heißt denn das? Ja, okay. Ich nehme mal den Pinsel. Ah! Hallo, bleib stehen! So wird das nicht. Wieso wird das nicht? Die kann ich nicht so einfach. Ja. Es muss aber sowas werden. Mal. Den hier. Halt, stopp! So wird das nichts. Pinsel. Ich muss irgendwas mit dem Pinsel machen. Nur was, vielleicht kann ich ihn anzünden? Nein, kann ich nicht. Zack. Ich würde gerne damit irgendwas machen. Und der Ding ist also zu flüssig. Ich brauche irgend... Ah, halt. Ich gehe zurück in den Dschungel. In den Dschungel, ja, super. Ich gehe ins Camp und guck dort mal in diese Vorratstruhe, weil ich wette, daran werde ich Zucker finden.